Moinsen, Videospielcode hier. Im Hintergrund seht ihr Titanfall im Modus Last Titan Standing. Und ja, da habe ich jetzt erstmals mein Lieblingsloadout für meinen Strider, nämlich das Elektrogeschütz, diese Rakete, die explodiert, keine Ahnung, wie sie heißt, und den Elektrorauch. Und ich finde, der geht richtig ab. Das ist ein richtig flinker, schöner Titan. Und dieses Elektrogeschütz, das kann einfach alle Infanteriesoldaten so schön wegschnetzeln. Und ich finde das richtig genial. Der Elektrorauch selber ist eigentlich sehr gut im Nahkampf, so. Das heißt, wenn man so ein bisschen von Feinden umgeben ist, einer auf einem reitet oder so ein feindlicher Titan so im Nahkampf kommt, dann kann man den einsetzen. Der eignet sich übrigens auch sehr gut zur Flucht, weil man dadurch seine Position tarnen kann. Von daher ist das auf jeden Fall mein Lieblingsausrüstungsgegenstand an der Stelle. Und diese Rakete, die ich gerade wieder abgefeuert habe, die ist richtig genial, um gegnerische Soldaten aus Häusern rauszuholen. Das heißt, ihr ballert da rein und das im Haus explodiert alles und die haben eigentlich keine Chance. Da habt ihr jetzt auch nochmal schön das Elektrogeschütz gesehen. Als letzte Fähigkeit habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das da schon habe. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich in meinem allerletzten Lieblingsloadout, bevor ich mich zurückgesetzt habe, wegen Generation 2 und so, da hatte ich dann noch diesen Powerschlag beim Strider. Und dann habe ich das halt so gemacht, dass ich diese Rakete abgefeuert habe, dass sie so explodiert. Dann rennen die Gegner weiter auf ihn zu, die gegnerischen Titans so. Die sind ja nicht blöd. Und dann kann man sie einfach zurückschlagen in diese Explosion rein. Und das gleiche auch mit der Elektrowolke. Das heißt, man macht eine Wolke, geht zurück, die Gegner folgen ein und man kann sie immer wieder reinprügeln mit dem Powerschlag. Und wenn sie dann gedamaged sind, so dass man sie ja so töten kann, also wenn dieses Titan, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst schon, wenn der Titan kurz vorm Kopieren ist, dann kann man die ja so rausprügeln und töten. Und dann kann man schön mit dem Strider hinterher flitzen. So, da seht ihr es zum Beispiel. Der hat nicht gesehen, wo ich bin, kam durch den Rauch. Ich überrasche ihn, gebe ihm hier voll die Breitseite. Ja gut, der hat mich an der Stelle leider ausgeschaltet. Beziehungsweise mein Titan, ich schalte ihn jetzt aus. Ich bin ja nicht, ja, kampfwehrlos, sage ich mal. Das ist nämlich auch eine geile Anti-Titan-Waffe, die ich habe. Meine Lieblingswaffe, der Magnetwerfer. Also der zieht ordentlich durch, ist so eine Art, ja, kann man sich vorstellen wie so ein Granatwerfer gegen Titans einfach. Und zieht ordentlich durch. Ja gut, die Sprengladung und Bogen bringen jetzt nicht so viel, weil er so eine Verzweiflungstat. Ich dachte auch nicht, dass ich so lange überlebe, wie ich jetzt überlebe. Und da so richtig schön hinten rein. Ihr möchtet schon Themen, habe ich eigentlich gar keine momentan. Außer dass vielleicht mein Internet demnächst ausgebaut wird und ich dann 50.000er Leitung habe. Also dann werde ich auch definitiv öfter Videos hochladen, weil mein Upload das dann einfach besser mitmacht. Und von daher wird das ziemlich geil werden. So, da habe ich schon wieder einen Titan. Also das ist echt eine gute Titan oder Last Titan Standing Runde. Moment, das ist gar nicht Last Titan Standing, oder? Wenn ich noch einen Titan rufen kann. Ich hätte mir das besser durchlesen sollen. Das ist mir Materialschlacht, ich sehe es dort. Ja, tut mir leid. Ein bisschen gefailed. Ich sagte Last Titan Standing, weil das ist irgendwie so eine Map, die habe ich fast nur in dem Modus Last Titan Standing. Und weil ich da gerade ein Video mit dem Titan gesehen habe, wo ich rumlaufe, dachte ich so, ja, ist natürlich Last Titan Standing, was ich da aufgenommen habe. Leicht gefällt, tut mir leid. Also Materialschlacht, ich habe einen Titan, oh, damit alles, oh, noch zu Fuß. Geile Runde, geiles Loadout, was will man da noch sagen? So, jetzt wollen die Gegner hier flüchten und naja, ich gebe noch ein bisschen auf die Fresse. Aber die jagen sich leider alle in die Luft, bevor ich sie so rausholen kann und zerquetschen kann. Bedauerlich, aber sie müssen ja, beziehungsweise wäre ja vorteilhaft für sie, wenn sie zu diesem Schiff da kommen. Und da fange ich jetzt noch ein paar schön ab, ey. Richtig mies. So, hier nämlich schön, so warm Rauch und alles rauf und bam, 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 drauf da. Ich krepier zwar, aber das ist es wert. So viele Punkte. Bam, alle tot. Na gut, das war's an der Stelle. Ja, jetzt seht ihr hier noch ein paar Statistiken. Also im Endeffekt war ich gar nicht so gut in der Runde im Verhältnis zu den anderen Spielern, aber ich finde, ich bin ziemlich abgegangen. Bin noch nicht gestorben, zumindest in diesem kleinen Schnipsel an Video von eben. Und da seht ihr es, das ist wirklich ganz kurz vor meinem Aufstieg. Also ab Rang 50 kann man in die zweite Generation sich zurücksetzen. Und naja, demnächst kommen mehr Titanfall-Video, Battlefield-Videos und so weiter und so fort. Das wird ziemlich geil. Man sieht sich. Ich hoffe, ihr liked es, kommentiert das, gebt mir Tipps, bla bla bla. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao und tschüss.